Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Octopath Traveler. Wir befinden uns wieder in Quellborn. Und in Quellborn wollen wir weitermachen. Quellborn, wo ist das? Für die Leute, die sich fragen, wo das ist. Das ist unten hier auf der Karte. Und ja, Quellborn, da müssen wir jetzt eine Person ansprechen, die wir noch nicht angesprochen haben. Und zwar ist das diese Person hier. Um diese Quest machen zu können, müsst ihr die erste Quest zu Ria, so heißt die Person, Ria, das streunende Mädchen oder so ähnlich heißt es, schaut mal auf meinem Kanal vorbei, in der Playlist zu Octopath Traveler habe ich die erste Mission eben schon gemacht. Wenn ihr die erste Mission gemacht habt, dann könnt ihr diese Quest hier machen. Das ist äußerst beunruhigend, wirklich äußerst beunruhigend. Hey du, ich kenne dich doch. Du hattest mir doch in Sonnenschatt geholfen. Ich heiße Ria. Du hattest mich vor einem Schurken gerettet. Erinnerst du dich? Meine Probleme haben sich seitdem unablässlich fortgesetzt, fürchte ich. Ein Dieb hat sich in mein Zimmer im Gasthaus geschlichen und mir etwas gestohlen, das sehr wertvoll für mich war. Zu meinen Besitztümern gehörte ein bestimmter Brief. Und ohne diesen Brief, nein, ich darf nicht einmal daran denken. Alles klar, Ria zum Streunen geboren. Genau, so heißt es, zum Streunen geboren müssen wir eins machen, damit wir diese Mission hier freischalten können. Und dem müssen wir jetzt etwas klauen oder wir kaufen es ihm ab. Und zwar versiegelter Briefumschlag. Das ist das, was Ria haben möchte und das wollen wir ihr jetzt natürlich dann auch übergeben. Ria, guck mal hier, ich habe deinen schönen Briefumschlag für dich. Meine Probleme haben sich, ja, genau, Besitztümer und da geben wir ihnen jetzt den Brief. Der Dialog beginnt und ach, du hast den Brief gefunden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig er mir ist. Ja komm, gib her, hier, tausch aus, gib mir Faust. Ich bin immer noch fassungslos, dass bei mir eingebrochen wurde. Wie konnte ich nur so unaufmerksam sein? Ja, das ist eine gute Frage. Sei mal aufmerksam, Ria, sonst klauen die dir alles. Bis auf dein Unterhemd. Alles wird geklaut. Verstehst du, was ich meine? Sag mal, welchen Eindruck haben die Städte hier im Sonnenland auf dich gemacht? Ja, sonnig. Große Teile der Wüste sind unbewohnbar und doch arbeiten die Menschen zusammen, um überleben zu können, selbst hier. Ja, mag gut sein. Diese Gegend ist schon seit Urzeiten die Heimat vieler unterschiedlicher Stämme. König Kalim ist der Anführer eines dieser Stämme. Er ist nur König, weil er das Vertrauen der anderen Stammesführer gewinnen konnte. Ach so. Einvernehmlich wurde er bei der großen Versammlung aus ihrer Mitte gewählt. Seither pflegen die Stämme einen freundschaftlichen Umgang miteinander. Obwohl, es scheint, dass es einige gibt, denen solch ein Frieden zu langweilig ist. Ach so. Okay. Ah, aber verzeih, irgendwie schwafle ich immer über meine Sorgen, wenn ich mit dir rede. Ja, ist okay. Lass alles raus. Trotzdem hoffe ich, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Ich schätze mal, wir werden uns wiedersehen und ich schätze mal, wir werden dann eine neue Quest machen. Jo, das war die Quest, liebe Freunde. Wir bekommen magische Nuss und 6600 Geld. Damit hätten wir Ria zum Streunen geboren 2 abgeschlossen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer. Tschüss!